Hallo Leute und willkommen zurück hier in KSP. Der Tag danach nenne ich diese Folge, würde ich mal sagen, denn ich habe gestern, eigentlich gestern auf heute, ja, gestern Abend und heute Morgen meinen Geburtstag gefeiert und jetzt habe ich höchstens, haben wir jetzt 2 Stunden oder 3 geschlafen. Ja, mein 18 habe ich nachgefeiert und ja. Deswegen ist meine Stimme noch ein bisschen kaputt und wenn ich ein bisschen verpeilt rüberkomme, tut mir das leid. Ich bin noch nicht ganz so super fit. Deswegen werde ich erstmal gucken, was ich Chaotisches anstellen kann. Ich muss es sogar heute aufnehmen, weil ich ja morgen die Folge schon, ja, freischalten muss. Gut, denken kann ich gerade auch noch nicht so stark. Wir waren ja dabei, irgendein Flugzeug zu bauen. Wollte ich das nicht verbessern? Gucken wir erstmal, welche Missionen wir so haben. Also, hier, Explore Well, nee, keine Lust. Was ist das? Oh nein. Nee, darauf habe ich auch keine Lust. Ich will ein Flugzeug bauen. Ich will mein Flugzeug bauen. Ja. Ja, ich bin total verpeilt. Meine Arme tun noch weh wie die Sau. Und ja, die B. Wir haben ja gesagt, das ist ein sehr tolles Flugzeug, was ich da oben habe. Die SR-72. Und ich will jetzt mal sagen, ich baue das ein bisschen um. Hui. Ist doch schön. So, da dran. Das war schon richtig. Nur muss Offset noch ein bisschen rüber. Zip. Das hier wohl ab. Das wäre schon mal nicht schlecht. Vielleicht doch. So. Das passt doch schon eher. Ja, das passt doch schon eher hier. Zip. Sieht doch schon mal schön aus. So. Das speichern wir dann mal unter C. Und setzen da sowas dran. Ihr merkt es wahrscheinlich, ich bin langsam im Reden. Sehr langsam. Und meine Stimme ist total verkratzt noch. Heute. Anders als sonst. Sonst ist sie noch ein bisschen verkratzt. Heute ist sie total verkratzt. Okay, wird es funktionieren? Ich glaube nicht. Also wir brauchen mehr Liquid Fuel, das ist schon mal klar. Wo kann man das? Pack dich da dran. So. Das ist auch schon mal schön. Dann brauche ich bloß noch ein paar Fuel Struts. Die sind da schon dran. Nein. Böses Ding. Also ich würde gern Fuel Struts von hier nach da haben. Und von hier nach da. So. Das Flugzeug soll ja in den Orbit kommen. Wir brauchen da noch irgendwas. Ich habe was vergessen. Solarzellen, genau. Ah, jetzt ist meine Stimme gleich ganz am Arsch. Nee. Scheiße, auf Solarzellen braucht man nicht. Los geht's! Ich kann kaum noch gerade auf den Bildschirm gucken. Ja, ich. Warum sage ich die ganze Zeit ja? Ich rede nicht mit irgendjemandem. Oh. Nein, sehe ich nicht ein, dass hier jetzt ein Carbonaut kein Pilot ist. Da brauchen wir was Neues. Jemand Neues. Pilot. Safe Launch, auch wenn dieses Safe nichts bringt, dann.
Mal gucken, wie viel haben wir jetzt schon? 5 Minuten. Reicht doch. Ich werde auch nicht so lang machen, weil das sonst nicht gut enden wird. Okay. Starten wir das Flugzeug. SAS an. Los. Boah, diese neuen. Diese Effekte sind so geil. Ich mach's mal ein bisschen leiser bei mir. Ich hab gesagt, leiser. Hat dieses Teil Airbrakes? Brakes. Ja, die fahren da raus. Das ist hässlich. Oh. Tut mir jetzt leid. Das ist lustig. Es macht Spaß. Ich will die Airbrakes da jetzt weghaben. Ist das okay? War das so? Ich hoff's mal. Offset. Ja, doch, dürft passen. Was nicht passt, ist das hier. Hä, in welche Richtung geht denn das jetzt? Die gehen in die Richtung, also müssen die so rumgehen. Okay. Neuer Versuch. Ich habe die Airbrakes vergessen, egal. Brauche ich nicht. Aber Airbrakes sind wichtig, egal. Wenn ich jetzt wieder keinen Piloten an Bord habe. Ah, doch. Okay, ich würde mal sagen, können wir ja beginnen, oder? Mal gucken, ob wir irgendwo hinkommen mit dem Teil. Als Beschleunigen tut es ja schon mal. Ich brauche Airbrakes. Kann das sein, mein Center of Mass ist verschoben? So, das wird jetzt erstmal so gemacht. Dann brauche ich ein paar Airbrakes. Das sind die nicht. Hier sind die Airbrakes. So. Zip. Jetzt mal gucken. Der Center of Lift ist jetzt leicht nach vorne geneigt. Sehen wir nicht, das wegnehmen. Perfekt. Das war mein Handy. Oh ja, ich lasse das so. Das sieht gut aus. Mal gucken, wie viel Akku habe ich noch? 15%. Reicht doch. Ich habe jetzt so ein Ladegerät neben mir stehen, aber zu faul jetzt darüber zu laufen. Ich drücke T und gebe Gas. Ein Drittelschub sollte vorerst ausreichen. Was passiert im State? Ah, cool. Bloß noch ein bisschen blöd, dass ich jetzt. Ah, ich weiß, warum wir vorhin. Warum? Warum passiert sowas? Ich muss vorne höher als hinten stehen mit den Rädern. Das was sofort abheben.
Das bedeutet, ich gehe hier so, oder? Ja. Und was machen wir dann, wenn ich landen will? Gibt es dann ein Problem oder was? Egal. Ich habe derzeit vor, ein Overlay für KSP zu machen, das dann in den Videos drin ist. Mit so hoffentlich lustigen Bezeichnungen. Es hilft mir relativ wenig, wenn die Airbrakes hochgehen. Was ist da los? Oh. Das Teil fliegt aber gut. Guckt mal. Und jetzt? Oh. Das Teil war so gut, so toll. Ja, ich nenne die Folge halt wirklich der Tag danach. Offset. So. Das ist es mal hier Unlock. Muss ich jetzt ernsthaft so machen, ja. Break Talk. Das Teil ist halt ernsthaft so breit. Ich denke, ich brauche mehr davon. So, sieht doch schon mal gut aus. Dann vielleicht hier vorne noch was. Und zwar. Ja, die hier, oder? Nein! Steuerung Z. Oh. Ja, komm, so einen großen Unterschied wird es jetzt auch wieder nicht machen. Was haben die da weniger? Nee. Die haben beide 0,61, 0,5, 0,37. Sehen aber hässlich aus. Was haben die? 0,1. Das kann ich da vorne drin klatschen. So. Nee, ein Stück weiter dahin. So. Das sieht doch schön aus. Launch. Neuer Versuch. Neuer Versuch, neues Glück. Wobei es bei mir jetzt hier gerade die ganze Zeit Pech ist. Sind noch Chips drin. Ich habe Hunger. Lass mal gucken. Aber erstmal Halbgas geben. Ich werde auch wohl das Teil hochbringen irgendwie. Warum? Weil dieses Rad wackelt oder was? Ich glaube, ich weiß warum. Wenn dieses Rad hier wackelt, brauche ich noch ein zweites Rad. Am besten hier nebendran. So.
ich muss das noch ein Stück vormachen. So. Und dann nach oben. Offset. So, 1, 2. 3. Ich bleib bei 2. So. Das sieht doch schon mal schön aus. Ich bezweifle zwar, dass es wieder funktioniert, aber egal. Es muss funktionieren. Ich bin einfach noch müde oder so. Das ist halt toll, wenn man die ganze Nacht feiert und dann nicht schläft. Das Teil funktioniert. Also aussehen tut es auf jeden Fall genial mit den neuen. Jetzt mal gucken, was passiert. Was passiert da? Collided. Structural Failure Linking. Ich denke, da brauche ich ein paar Struts. Aber zwischen was? Ich würde mal sagen, zwischen dem hier. Dem Rad, was keinen Sinn ergibt. Wenn würde ich ja zwischen dem hier und dem Teil da oben was machen. Dann zwischen dem hier und dem hier. So. Die Räder dürften ja... Sie müssen doch dranbleiben. Was habe ich mit den Rädern eigentlich? Oh, ich drehe einfach mein Flugzeug. Das macht bestimmt Sinn. Ich fahre jetzt ein Stück nach vorne und dann drehe ich. Mal gucken, was passiert, wenn wir so langsam bleiben. Wenn nicht, liegt es am Runway hier. Oh ne. Sieht so aus, als würden wir starten können. Es funktioniert, wir fliegen. Das Teil ist viel zu schwer, oder? Das Teil ist irgendwie instabil, oder? Oder habe ich da nur so das Gefühl? Oder die Airbrakes helfen nicht mehr. Nee, das wird funktionieren. Und mal ein bisschen steiler hoch. So, 5 Kilometer. Dann packen wir mal den Vertikal-Horizontalflug an. Ach du Kacke. Am Steuer, der ist nicht so schlecht. Ich habe am Anfang das tolle Flugzeug jetzt zerstört.
Oh Mann. Immer damals doppelte Schallgeschwindigkeit drauf. Ich könnte auch mal wieder die Concorde nachbauen oder so, sowas in der Art. Weil die Triebwerke können das auf jeden Fall. Denn die hauen hier jetzt gut rein, würde ich mal sagen. Oh. Läuft, oder? Es passt. Okay. Ich gebe jetzt mal einfach Vollgas mit den anderen Triebwerken noch. Alter Schwede, was haben die für Sprit verbraucht? Wie viel Sprit verbrauchen die bitte? Also ich meine jetzt die Jet Engines. Die haben fast 1000 Liter verbraucht. Okay, wie hoch sind wir? 54 Kilometer, dann war das andere Flugzeug besser. Da war das wirklich besser. Weil das ist jetzt halt sehr, sehr schwer. Ist mir jetzt aufgefallen. Und deswegen. Haben halt ein kleines Problem. Orbit. So, beschleunige einfach weiter, Flugzeug. Vielleicht sollte ich ein bisschen weniger Sprit da reinhauen. Ich habe jetzt irgendwie Lust, ein Flugzeug zu bauen, was sehr schnell fliegt. Hier. Aber nicht hier oben, sondern natürlich in der Atmosphäre. Und dabei nicht kaputt geht. Was ist das? Okay, genug Sprit hat es, oder? So schlecht ist es jetzt auch wieder nicht, oder? Ich glaube, damit können wir ans Space Dock kommen. Und zwar ganz gut. Was ist Fuel Station 1? 500 Kilometer. Was ist jetzt passiert? Hä? Wir haben keinen Oxidizer mehr, aber da steht doch, dass wir noch haben. Warum wird er nicht gepumpt? Hab ich ja zweimal in dieselbe Richtung gemacht. Das war ja der Hammer. Nee. Doch, oder? Der benutzt den Oxidizer nicht, oder was?
Okay. Oh, ja, okay, wir haben definitiv genug Sprit dabei, um hier irgendwo hinzukommen. Und landen ist wohl auch kein Problem. Oder etwa doch? Mal gucken. Fliegen wir mal ein Stück weiter. Ich habe ja Airbrakes dabei. So, dann richten wir uns mal Retrograde aus. Ja, wir wissen, dass es da hinten ist. So. Und brennt es mal runter hier. Auf so. Hier will ich ja nicht rein. Da will ich hin. Gut. Kerbin dreht sich zwar noch ein bisschen, aber egal. Solange ich hier irgendwo landen kann in der Wüste, ist alles gut. Okay. Vielleicht war das auch ein bisschen zu krass von mir. Oh. Ich muss einen höheren Anstellwinkel wählen. So. Das Teil ist so instabil bis zum geht nicht mehr. Was macht diese scheiß SAS eigentlich? Ah, es hält was. Egal, das Teil funktioniert. Was ist denn da jetzt explodiert? Bitte, bitte sag mir nicht, das war das Rad. Das wäre halt wirklich nicht gut. Ich könnte ja die Airbrakes mal ausfahren. Bremsen wir dann schneller ab? Ich hoff's. Nein. Nicht wirklich. Hier glaube ich jetzt noch nicht. Aber ihr seht, es funktioniert so mit dem Abbremsen. Einfach immer rüber in irgendwelche Richtungen wedeln. Dann passt es schon. Wir landen hier irgendwo. Ich drücke das jetzt dagegen. Und wie man sieht, bremse mal schön ab. Gleichmäßig ist was anderes, aber egal. Spulen wir mal ein bisschen vor. Warum fackelt das Teil immer noch? Weil es so schnell ist oder was? Ist da gerade was abgefallen? Okay, wir setzen zum Landemanöver an. Was passiert, wenn ich jetzt die Airbrakes rausfahre? Ja, okay, funktioniert. Will ich nicht wissen, was jetzt passiert.
Ihr solltet eigentlich auch nicht. Jetzt erstmal gucken, was jetzt passiert. Nee, das Rad ist da, das Rad ist da, das Rad ist da. Die Räder sind hier. Hier kann man eigentlich schön landen. Ich finde die Effekte immer noch so geil. Okay, das Teil bremst schön ab. Wo ist, wie weit ist der Boden noch entfernt? Wo ist unser Schatten? Wo ist mein Schatten? Ah, da. Ich nehme alles wieder zurück. Mit hier kann man sicher landen. Hier kann man kaum landen. Fahren wir gerade um die Kurve? Jetzt bremst doch ab. Ihr seid doch aus. Geht doch. Hauptsache hier was Größeres eingestellt, dann funktioniert's. Gut, dann würde ich mal sagen, bin ich ein bisschen über der Zeit drüber, ein bisschen viel. Dann war's das mit der Folge. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Bin ein bisschen scheiß, was ich hier gemacht habe jetzt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Schaut bei Live2Play vorbei, ich denke, so heißt er. Und bei Laguna. Und jo. Dann, ich bin Spirit, haut rein und bis denne, Leute.